Der Tod ist endgültig, das Leben ist einmalig. Nichts ist sicherer als dies in unserem Leben für unserem Leben. Man möchte meinen, und sei alles daran gelegen, mit diesem Leben in höchster Sorgfalt umzugehen. Stattdessen wissen wir, dass wir unser Leben nicht selten leichtfertig riskieren, achtlos schädigen und vielleicht sogar zugrunde richten. Und manche werfen es verzweifelt weg. Man könnte sagen, dem Einzelnen ist es überlassen. Wir müssen aber weiter feststellen, wir gefährden das Leben anderer, zuweilen gedankenlos und ohne Bedacht. Nicht selten unter Menschen mit aller Kraft unserer Begabung und mit höchster Kaltblütigkeit. Du sollst nicht töten, ist wohl eines der allerersten, allerdringlichsten und auch allerältesten Gebote unter uns Menschen. Du sollst nicht töten, weil wir es tun. Als die Mauer fiel, hofften wir auf die Menschenverbrüderung von Peking über Moskau, nicht wahr, Europa bis hin, wenn es möglich gewesen wäre, nach New York über den Atlantik hinweg. Heute sprechen die Kenner von Konfliktpotenzialen in der GUS, die sich wohl kriegerisch entladen würden. Das, nachdem die Zeitungen in Russland dokumentiert haben, unter Stalin 30 Millionen. Gefoltert, abgeknallt, gemacht hat, weg. Wenn es das nicht gäbe, wie in Somalia, wer würde es glauben, dass Menschen so sein können? Es gehört zu uns. Und darum das Gebot. Die älteste und ich denke auch erfolgreichste Maßnahme der Menschen gegen das Töten ist der Staat. Der Staat ist dazu aufgebaut worden, um sowas wie Somalia zu verhindern. Dass da einfach ein paar Gruppen, ein paar Banden sind, die andere Menschen terrorisieren, ausbeuten und nötigenfalls einfach erschießen. Der neuzeitliche Staat hat allen, die in seinem Gebiet wohnen, die Waffen aus der Hand genommen und ihnen dann versprochen, wenn es Streit gibt, dafür haben wir Gerichte. Alle müssen vors Gericht die Streit haben und man muss sich dem Spruch des Gerichtes beugen. Das setzt dieser Staat mit Gewalt durch. Das ist für die Beteiligten oft bitter. Das kann nachteilig sein. Wer ist schon mit einem Spruch einverstanden, der gegen ihn ausfällt? Aber es hat den großen Vorteil, der Krieg aller gegen alle findet nicht statt. Das Evangelium sagt zu diesem Satz, du sollst nicht töten, zwei weitere Sätze. Im Herzen fängt es an. Der Nationalismus, diese schreckliche Seuche, im Herzen fängt sie an. Und dann mobilisiert sie den Fanatismus, schaltet die Intelligenz ein und dann werden Kriege geführt. Der Mensch kann tierischer als ein Tier sein. Ein Tier könnte das nicht. Mit aller Raffinesse, mit allen Begabungen, die er hat. Im Herzen fängt es an.
Und ich meine, wir hätten da ganz enorme Aufgaben. Frieden ist nie das Selbstverständliche. Wenn wir hier in diesem Land nun fast 50 Jahre ein gutes Auskommen gehabt haben, das kommt aus den Herzen. Frieden schaffen zum Beispiel in diesen Verwöhnungsländern, wie man gesagt hat, heißt dann ja nicht nur Gerichte zu haben, eine funktionierende Polizei. Das hängt auch für soziale Gerechtigkeit sorgen. Damit nicht große Unruhepotenziale entstehen. Damit jeder das Bewusstsein hat, ich habe meine Rolle, mein Auskommen dazu. Es hängt auch damit zusammen, dass wir funktionierende Erziehungssysteme haben, die den Frieden einpflanzen in die Herzen. Das hängt zum Beispiel auch damit zusammen, dass Ehe und Familie in Ordnung bleiben. Die Nester sind, aus denen gelungene Menschlichkeit hervorwachsen kann. Und was das heißt in diesen Verwöhnungsländern? Ein Drittel der Ehen geschieden. Und wer das in den letzten Jahren beobachtet hat, 6 Monate zusammen, weg. Wir müssen uns immer fragen, welche Konfliktpotenziale bildet sich bei uns? Wir müssen weiter fragen, die globalen Weltzusammenhänge, die Wirtschaftssysteme, die internationalen Verflechtungen im Guten wie im Bösen, die Rauschgiftkartelle, die Mafia. Irgendjemand ist in der alten DDR in der Zollfahndung tätig. Ein enormer schwarzer Zigarettenhandel, in der Hand der Vietnamesen unangreifbar. Die man schnappt, sind die Asylanten. In kürzer Zeit Millionen beschlagnahmt. Das ist kein wesentliches Problem. Aber mit solchen anonymen, unkontrollierten Herrschaftssystemen fängt es an. Und das sind Herrschaftssysteme. Wer sind die Leidtragenden? Die Asylanten. Was heißt das, wenn also zum Beispiel in Südamerika diese Händlergruppen, wer aufgenommen wird, muss zur Mutprobe oder zur Eignungsprobe irgendjemanden in der Straßenbahn oder an der Straßenecke erschießen und entkommen? Dann ist er fähig, aufgenommen zu werden. Das gibt es. Wenn ein Staat das eigentliche Friedensinstrument nicht funktioniert, und heute ist das internationale Kontrolle, und dass das geschieht, dafür brauchen wir enorm viele Menschen, die hier absolut richtig funktionieren. Und immer von neuem sich aufmachen, sich bildende Herrschaftssysteme zu knacken. Im Herzen fängt es an, die Bereitschaft zum Frieden. Das Evangelium sagt noch einen weiteren Satz. Gib drein. Wenn der andere etwas gegen dich hat, du kannst dich selber völlig unschuldig erklären, auch unschuldig wissen, mit Recht. Du kannst dir sagen, du hast nichts damit zu tun. Das Evangelium, wenn der andere, die andere etwas gegen dich haben, lass alles liegen hier am Altar. Geh hin, versöhne dich, schaffe Frieden um jeden Preis. Ein hartes Wort. Ein sehr hartes Wort. Wir haben es doch nicht getan. Aber bedenken wir, unser Gerechtigkeitsgefühl ist offenbar so, dass selbst wenn wir meinen, es sei die absolute Gerechtigkeit, der wirkliche Ausgleich da, mit höchster Wahrscheinlichkeit haben wir immer zu unseren eigenen Gunsten dabei gedacht. Darum müssen wir uns, was Gerechtigkeit angeht, immer im Verdacht haben. Der andere meint auch, es sei gerecht. Und wir seien im Unrecht. Frieden gibt es nicht, ohne dreinzugeben.
Im Großen bei den internationalen Verhandlungen, im Kleinen in unserem eigenen Leben, in der Alltagspolitik. Ich persönlich meine, ohne Zögern sagen zu sollen, was sich derzeit in unserem Lande abspielt, ist ein Verteilungskampf, bei dem das Moment des Dreingebenkönnens fehlt. Jedermann weiß, der im Ausland gewesen ist. In diesem Lande zu leben, da muss man lange suchen, bis man sonst noch irgendwo auf der Welt eine Stelle findet. Man sollte meinen, wir hätten alles. Aber wehe, wenn irgendwo, man wird in der Uni empfangen mit Kahlschlag. Das sind Maßlosigkeiten. Das zeugt nicht von Intelligenz. Das zeugt schon gar nicht von menschlicher Weisheit. Wir laden nicht nur in unserem Land, was den Ausgleich mit der alten DDR angeht, schwere Schuld auf uns. Ich würde sagen, auch international. Die politischen Auguren sagen jetzt schon, die Aufgabe des Großreiches Sowjetunion, das ist ein ungeheuerlicher Akt. Und diese Menschen haben das Gefühl, wir haben zunächst einmal was gegeben. Was kriegen sie international dafür zurück? Vorerst sehr wenig. Für die Allgemeinheit nicht spürbar. Ich kann nicht entscheiden, ob Hilfe und wie die gemacht werden muss. Aber dass wir uns so einigeln und unsere hohe Position nur für uns verteidigen und mit den eigenen Verteilungskämpfen nicht fertig werden, das müsste höchstes Alarmzeichen sein. Wir hätten heute in der Welt, wenn wir wirklich am Frieden interessiert sind, Aufgaben, bei denen wir dreinzahlen müssen. Und sonst schaffen wir von neuem Unfrieden. Das hat gar nichts mit moralischem Appell zu tun. Das kann man sich auskalkulieren. Das kommt. Von daher ist all diese Politikerschelte, so notwendig sie im Einzelnen ist, die ist insgesamt billig. Wir haben große Aufgaben vor uns, wenn wir am Frieden in der Welt interessiert sind. Und bei allen Abrüstungsplänen und allen Abrüstungsdurchführungen, soweit sie geschehen sind, bleibt ja das weitaus größere Potenzial der Atomwaffen immer noch erhalten. Unter welcher Kontrolle? Es ist einer der erregenden Sätze des Evangeliums. Schaffe Frieden um jeden Preis, gib keinen. Der Satz entscheidet möglicherweise über, immer noch, über Existenz oder Nicht-Existenz.